9.017:47 offizielle Nachspielzeitminuten, 38.817:47 die letzten Minuten laufen und Chelsea lässt das Leder weiter sehr flüssig laufen. In seinen ersten vier Wochen hat der neue Trainer Sarri schon deutlich seinen Stempel gesetzt. 8.617:44 das Spiel plätschert so langsam dem Ende entgegen. Die Huddersfield-Anhänger sind trotz des 0:3 mit ihrem Team zufrieden und feiern es mit lauten Sprechchören. 8.417:43 Alonso läuft an und haut den Freistoß direkt halb hoch in die Mauer. Das war gar nichts. 8.317:40 gelbe Karte für Terence Kongolo. Huddersfield Town, Hazard zieht wieder einmal das Tempo an. Kurz vor dem Strafraum weiß sich Kongolo nicht anders zu helfen und reißt den Belgier nieder. Es gibt Freistoß aus perfekter Position und zusätzlich noch gelb für den Verteidiger. 8.117:40 kurz darauf ist Schluss für den Torschützen. Moses ist für Petro neu dabei. 8.117:40 Einwechslung bei Chelsea FC Bindestrich größer als Victor Moses. 8.117:40 Auswechslung bei Chelsea FC Bindestrich größer als Petro. 8.017:37 Tor für Chelsea FC. 0:3 durch Petro. Game over. Hazard behauptet in der eigenen Hälfte die Kugel gegen drei Gegenspieler und zieht dann das Tempo an. Mit großen Schritten treibt er den Ball bis an den gegnerischen Strafraum und spielt dann clever rechts raus auf Petro, der dann leichtes Spiel hat. Aus 15 Metern halbrechter Position bleibt der Spanier cool und netzt überlegt ins lange Eck ein. 7.817:36 noch knapp 15 Minuten inklusive Nachspielzeit sind zu spielen. Kommt Huddersfield jedoch noch einmal ran. Chelsea macht inzwischen ein bisschen zu wenig fürs Spiel. 7.617:35 das ist eben auch der FC Chelsea. Eine Viertelstunde vor dem Ende legen die Blues noch einmal nach und bringen für Willian einen weiteren Weltklasse-Spieler. Eden Hazard betritt den Rasen. 7.617:34 Einwechslung bei Chelsea FC Bindestrich größer als Eden Hazard. 7.617:34 Auswechslung bei Chelsea FC Bindestrich größer als Willian. 7.517:33 Huddersfield kommt. Billing führt einen Einwurf clever sehr schnell aus und schickt Hadak Jonai an die rechte Grundlinie. Der ehemalige Ingolstädter spielt den Ball flach in den Rückraum, wo De Peuter sofort aus der Drehung abdrückt. Er jagt die Kugel aber deutlich über den Kasten, 7.317:31, Punkt und flankt das Leder hoch und weit an den langen Pfosten. Billing steigt dort am höchsten und köpft die Kugel aus 8 Metern auf das Tornetz. Immerhin, das war die beste Annäherung der Hausherren im zweiten Durchgang. 7.217:30 nach einem Handspiel im linken Halbfeld von Jorginho gibt es Freistoß für Huddersfield. Moy steht bereit. 7.117:29 die letzten 20 Minuten sind angebrochen und Huddersfield will noch einmal. Wagner nimmt mit Löwe einen Abwehrmann raus und bringt mit dem 10 Millionen Euro Neuzugang Diakabi einen Angreifer. 7.117:27 Einwechslung bei Huddersfield Town Bindestrich größer als Adama Diakabi. 7.117:27 Auswechslung bei Huddersfield Town Bindestrich größer als Chris Löwe. 6.917:26 gelbe Karte für David Luiz, Chelsea FC. Der Brasilianer sieht nach einem härteren Foul im Mittelfeld an Moy die erste gelbe Karte der Partie. 6.817:26 Sarri bringt mit Loftus-Cheek einen frischen, jungen Mann. Barkley muss dafür vom Feld. 6.817:24 Einwechslung bei Chelsea FC Bindestrich größer als Ruben Loftus-Cheek. 6.817:24 Auswechslung bei Chelsea FC Bindestrich größer als Ross Barkley. 6.517:23 Der gefürchtete Freistoßschütze Marcos Alonso läuft an und schlänzt das Leder einen Meter über den Querbalken.
Das kann er besser, 6417:22 nach einem Foul von Kongolo an Morata 20 Meter zentral vor dem Kasten gibt es Freistoß für die Blues aus sehr guter Position. 6217:21 Der neu angewechselte Angreifer De Peuter hat seit seiner Einwechslung zur Pause nur 5 Ballkontakte, das sagt schon alles. 6017:20 von Huddersfield kommt gar nichts mehr, Chelsea spielt mit der Elf von Trainer Wagner Katz und Maus. Die Londoner lassen es ruhig angehen und den Ball laufen, 5817:17 Latte. Wieder bringt Willian das Leder hoch hinein, wieder kommt Rüdiger an den Ball. Dieses Mal kann der deutsche Nationalspieler den Ball nicht so richtig aufs Tor drücken, aber die Kugel wird dennoch gefährlich und landet bei seinem Mitspieler Marcos Alonso. Der Spanier zieht artistisch vom linken Fünfereck aus der Drehung ab und knallt die Kugel an den Querbalken. 5717:16 Der Eckball von Willian findet Rüdiger am zweiten Pfosten. Der Innenverteidiger köpft aus 10 Metern aufs rechte untere Eck, aber Hammer kratzt das Leder noch zum nächsten Eckstoß raus. 5617:15 Von der rechten Seite sucht Petro seinen Landsmann Morata im Strafraumzentrum. Schindler ist aber zur Stelle und klärt noch zum Eckball. 5417:13 herauszuheben ist auch heute wieder einmal Kante. Der französische Weltmeister ist überall auf dem Feld, leitet beinahe jeden Angriff ein und hat auch heute von allen Feldspielern die meisten Kilometer abgespult. 5217:11 Der Ball läuft sehr flüssig bei den Gästen, die Terrier kommen gerade kaum an den Ball. So nimmt man einer Mannschaft, die bereits 0:2 zurückliegt, auch das letzte Fünkchen Hoffnung. 5017:07 Chelsea zeigt zu Beginn der zweiten Halbzeit aber ein anderes Gesicht. Die Blues gehen sehr früh drauf und wirken sehr spielfreudig. Huddersfield ist damit erst einmal überfordert. 4817:05 Mit dem baumlangen Angreifer De Peuter hat Huddersfield nun eine zusätzliche Anspielstation im Strafraum, die ihnen im ersten Durchgang noch gefehlt hat. Trotz vieler Flankenmöglichkeiten gab es kaum Abnehmer. 4617:04 Die Mannschaften kommen zurück auf den Rasen. Bei Huddersfield ist De Peuter für Pritchett neu auf dem Rasen, Chelsea macht unverändert weiter. Referee Kavanagh pfeift und der Ball rollt. 4617:03 Einwechslung bei Huddersfield Town - größer als Laurent De Peuter. 4617:03 Auswechslung bei Huddersfield Town - größer als Alex Pritchett. 4516:52 Halbzeitfazit. Zur Pause führt Chelsea mit 2:0 bei Huddersfield Town. Die Führung geht in Ordnung, fällt aber eigentlich einen Treffer zu hoch aus. Nach verhaltenen Anfangsminuten wurden die Gastgeber immer mutiger und machten den Blues das Leben sehr schwer. Chelsea hatte zwar insgesamt deutlich mehr Ballbesitz, tat sich aber vor allem im letzten Drittel sehr schwer gegen tiefstehende Terrier. In der 34. Minute ging es dann aber einmal schnell, Willian ließ Hadak Jornay stehen und flankte, Kante versenkte zur Führung. 34. Huddersfield zeigte sich wenig geschockt und spielte sofort auf den Ausgleich, kam aber nur zu einem Innenpfostentreffer durch Mounier. 37. Kurz vor der Pause kam es dann aber knüppeldick für die Heimmannschaft. Jorginho blieb nach berechtigtem Elfmeterpfiff vom Punkt eiskalt und versenkte zur 2:0 Führung. 45. Es wird also ein hartes Stück Arbeit für das Team von David Wagner, hier noch mindestens einen Punkt gegen so eine Top-Mannschaft zu behalten. 4516:50 offizielle Nachspielzeitminuten. 14516:45 Tor für Chelsea FC. 0:2 durch Jorginho. Der Neuzugang Jorginho tritt an und bleibt ganz cool. Fast schon aufreizend lässig verlädt er Hammer und schiebt das Leder halb rechts flach ins Netz. 4416:44 Elfmeter für Chelsea. Bitter für die Hausherren. Einmal ziehen die Gäste das Tempo an und schon gibt es Strafstoß.
Von der linken Seite kombinieren sich die Blues über Petro, Barkley und Jorginho mit kurzen Direktpässen durch bis in den Strafraum zum eingelaufenen Marcos Alonso. Der Spanier will gerade aus 14 Metern halblinker Position abziehen, da wird er von hinten mit einer Grätsche von Schindler gelegt. Für dieses Einsteigen gibt es zu Recht Elfmeter, 4116:43 in den letzten 10 Minuten hat Huddersfield sogar 55% Ballbesitz. Noch sind knapp 4 Minuten zu spielen. Schaffen die Gastgeber noch den Ausgleich vor der Pause, 3916:41 dennoch die Hausherren spielen, weiter mutig nach vorne. Angetrieben von den Zuschauern suchen sie den schnellen Ausgleich, 3716:38 Pfosten. Der Eckball wird an der kurzen Fünferecke noch einmal per Kopf verlängert. Am zweiten Pfosten steigt Munir am höchsten und köpft aus 10 Metern platziert ins linke obere Eck, der Ball klatscht aber nur an den Innenpfosten und von dort aus raus. Was für ein Pech für die Terrier, 3616:38 Huddersfield zeigt sich nicht lange geschockt. Nach wenigen Augenblicken holen die Hausherren einen Eckball heraus, 3416:34 Tor für Chelsea FC, 0:1 durch N'Golo Kante, der Favorit geht in Führung. Huddersfield verliert im Aufbauspiel den Ball und dann geht es ganz schnell. Petro schickt Willian über die linke Seite. Der Brasilianer geht über die Strafraumkante an Hadak Jonay bis zur Grundlinie und flankt in den Rückraum. Am zweiten Pfosten lauert Kante und versenkt humorlos aus 13 Metern ins lange Eck, 3316:34 Williams Eckball fliegt aber genau in die Arme von Keeper Hammer, 3216:34. Auf der anderen Seite gibt es den ersten Eckball für den FC Chelsea, nachdem Hadak Jonay gegen Morata geklärt hat, 3116:33. Wieder darf Billing von der linken Seite ungestört flanken. Am langen Pfosten wartet der aufgerückte Schindler völlig frei, im Zentrum kommt aber David Luiz gerade noch so mit dem Kopf an die Kugel und verlängert die Hereingabe in Seiten aus, 2916:32 ein geschickter langer Ball aus dem Mittelfeld landet links im Strafraum bei William. Der flinke Brasilianer kann die Kugel aber nicht kontrollieren und das Leder rutscht über die Torauslinie. Das passt bislang zum Nachmittag, der Blues, 2716:29, die Terrier werden immer mutiger und drängen Chelsea teilweise sogar hinten rein. In den letzten 5 Minuten ging es nur auf Tor der Londoner, vor allem über die Außen sind die Gäste anfällig, 2516:27 nach einer nächsten abgebockten Flanke der Gastgeber landet der zweite Ball im Rückraum bei Munir. Aus 25 Metern zieht er einfach mal ab, die Kugel zischt nur ganz knapp über den Querbalken, 2316:25 Huddersfield schafft nun etwas Entlastung. Auf Chelseas linker Abwehrseite klafft ein riesiges Loch, so dass Hadak Jonay gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit freistehend zum Flanken kommt. Beide Hereingabe werden im Zentrum jedoch von Rüdiger per Kopf geklärt, 2116:22. Nach den ersten 21 Minuten hat Chelsea fast 75% Ballbesitz gegen unglaublich tiefstehende Hausherren, tun sich die Blues aber trotzdem sehr schwer, 1916:21 der erste Abschluss im Spiel, von der Lincoln-Seite kommt der Ball zu Pritchett, 22 Meter zentral vor dem Kasten der Gäste. Der offensive Mittelfeldspieler fackelt nicht lange und zieht sofort ab, die Kugel fliegt aber in die Arme von Kepa, 1716:19, auch wenn Chelsea noch nicht besonders gefährlich war, der Ball läuft unter dem neuen Coach Sarri schon sehr schnell und flüssig. Der Napoli-Stil im Spiel der Blues ist unverkennbar, 1416:16, knapp eine Viertelstunde ist vorbei, Chelsea ist am Drücker, aber etwas uninspiriert im letzten Drittel.
Huddersfield versucht es vor allem mit hohen Bällen auf den einzigen Stürmer Munier, der aber allein auf weiter Flur keine Chance hat. Große Chancen sind daher bislang Mangelware, 1216:14 der Rekordmann muss ein erstes Mal eingreifen. Nach einem weiten Ball in den Lauf von Munier sprintet Kepa aus seinem Kasten und klärt die Kugel 30 Meter vor dem eigenen Tor sicher in Seiten aus, 1016:12. Der neue Trainer der Londoner, Maurizio Sarri, marschiert an der Seitenlinie auf und ab und gibt seinem Team eine Menge Anweisungen. Es läuft noch nicht so zusammen, wie der Italiener sich das vorstellt, 816:11. Dennoch in diesen Anfangsminuten ziehen sich die Terrier weit zurück, fast alle Feldspieler sind in der Hälfte der Heimmannschaft. Chelsea fehlt bislang aber noch die Durchschlagskraft, 616:09, aber auch die Blues haben noch deutliche Abstimmungsschwierigkeiten in der Defensive. Rüdiger und David Luiz verlieren im Zusammenspiel am eigenen Strafraum die Kugel, die Gastgeber schlagen daraus aber keinen Profit, 416:06, und dann passiert direkt so ein Fehler. Der neue Keeper Hammer spielt einen ungenauen Pass auf die linke Seite und Chelsea kann gegen weit aufgerückte Hausherren den Ball erobern. Über zwei Stationen kommt die Kugel schnell zu Morata, der völlig frei vor dem Kasten steht, aber auch einen Tick im Abseits war. Glück für Huddersfield, 316:05. In stimmungsvoller Atmosphäre beginnen beide Mannschaften eher vorsichtig und abwartend. Keiner will so früh im Spiel einen Fehler machen, 116:01. Schiedsrichter Chris Kavanagh aus Lancashire gibt den Ball frei. Los geht das Duell zwischen den Hausherren vom Huddersfield Town AFC und den Gästen vom Chelsea FC. 15:57 Uhr, der Himmel über der Grafschaft West Yorkshire ist teils bewölkt bei sommerlichen 22 Grad Außentemperatur. Die Mannschaften kommen auf den grünen Rasen, die Tribünen sind bis auf den letzten Platz gefüllt, die Spannung steigt, noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Beste Bedingungen für ein packendes Premier League Match, 15:52 Uhr, die Blues zeigen vor dem Auswärtsspiel Respekt für den Gegner, wir freuen uns auf die Saison, aber es wird ein schweres erstes Spiel gegen Huddersfield, so Londons neuer Coach Maurizio Sarri, der die hohen Erwartungen rund um seine Mannschaft dämpfte, wir hatten nur eine kurze Vorbereitung zusammen, daher könnte die erste Saisonhälfte schwierig werden. Wir werden kämpfen müssen, 15:41 Uhr, ambitioniert und realistisch, so beschrieb David Wagner die Saisonziele von Huddersfield auf der Pressekonferenz unter der Woche. Für das heutige Spiel verzichtete er auf große Kampfansagen, wir müssen uns auf uns konzentrieren. Über Chelseas Qualitäten brauchen wir nicht zu sprechen. Es geht nur darum, dass wir Leidenschaft, Einsatz und Mut zeigen und dann werden wir sehen, was passiert. 15:27 Uhr, auch Huddersfield Town hat vor Saisonstart investiert, um sich in der Premier League zu etablieren. David Wagner bringt mit Keeper Hammer dennoch nur einen Neuzugang von Beginn an. Ansonsten setzt der Trainer auf eine eingespielte Truppe, unter anderem mit den beiden Deutschen Chris Löwe und Christopher Schindler in der Abwehrkette. 15:27 Uhr, der 23-jährige Spanier darf etwas überraschend heute sogar schon von Beginn an zwischen die Pfosten. Außerdem sind Neuzugang Jorginho, der deutsche Nationalspieler Rüdiger, Petro und Barkley von Beginn an dabei. Christensen und Hazard sitzen dafür nur auf der Bank, Fabregas und Kovacic sind nicht einmal im Kader. 15:19 Uhr, die hohen Ansprüche untermauerte Chelsea noch unter der Woche auf dem Transfermarkt. Kurz vor Schluss der englischen Transferperiode verpflichteten die Blues den bisher teuersten Torhüter der Welt. Nach dem Abgang von Thibaut Courtois zu Real Madrid sicherten die Londoner sich Kepa Arrizabalaga von Athletic Bilbao für unglaubliche 80 Millionen Euro. 15:11 Uhr, dass eine Überraschung möglich ist, hat man bereits im letzten Jahr gesehen. Huddersfield bezwang die Blues im Hinspiel mit 3:1, das Rückspiel endete immerhin Remis.
Eine Enttäuschung für die ambitionierten Londoner, die heute unbedingt einen guten Saisonstart hinlegen wollen. 15:01 unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein, während der große Chelsea FC zum Ende der letzten Spielzeit den FA Cup in den Händen hielt, sicherte sich Huddersfield Town mit dem deutsch-amerikanischen Trainer David Wagner nur ganz knapp und kurz vor Schluss den Klassenerhalt. Doch nun heißt es alle Uhren zurück auf Null, neue Saison, neues Glück, 15:01 einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Premier League. Der Chelsea FC startet heute bei Huddersfield Town in die neue Saison. Los geht es um 16 Uhr.